Wir haben im Deutschen Bundestag im Haushaltsausschuss lange gekämpft, dass es für die Rosa-Luxemburg-Stiftung endlich auch Baumittel gibt. Es gab immer politische Konkurrenten, die gesagt haben, wer weiß, ob die Linke überhaupt eine Formation von Dauer ist. Aber es hat sich gezeigt, die Linke ist wichtig, die wird gebraucht und Rosa Luxemburg braucht einen guten Platz in der Mitte der Stadt. Wir sind drei junge Architekten, die für klare, starke Konzepte stehen, einfache Formen, einfache Architektur, die durch Materialität und Detail an Qualität gewinnt. Jetzt bauen wir auch für die Rosa Luxemburg Stiftung und sind sehr froh darüber, dass wir diesen Bauherrn haben, so ein Projekt. Wichtig war natürlich, dass zum einen die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten deutlich verbessert werden, aber zum anderen auch, dass es ein Gebäude sein sollte, das so ein Stück weit auch Stiftung ausmacht. Rosa Luxemburg präsentiert, also Bescheidenheit, Toleranz, Offenheit. Wichtig war für uns, dass dieses Projekt sich an diesem Ort verankert und ein Objekt wird, also ein Haus wird, was für die Stiftung, was zeigt, dass es ein Stiftungsbau ist und ein besonderes Gebäude in diesem Stadtraum und nicht einfach nur ein Wohnhaus oder ein weiteres Investorenprojekt, was da in der Nähe gebaut wird. Es will nicht einfach laut sein, aber es will ein Zeichen setzen. Und für das Land Berlin ist es ein wichtiger Bau, weil er an einer ganz wichtigen Stelle ist und weil er natürlich auch einen Maßstab setzt in Richtung Architekturqualität. Und für mich als Senatsbaudirektorin ist es einfach wichtig, dass es auch Bauherren, Bauherrinnen gibt, die das ernst nehmen. Zu einem zweiphasigen offenen Wettbewerb. Das heißt, wir haben in der ersten Phase einen offenen Wettbewerb ausgerufen, europaweit. Und es haben sich 155 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beworben. Und dann rufst du so ein Büro an und dann ist das jetzt nicht so eine große Firma, wo man den Chef gar nicht erreicht und der Mitarbeiter sich schon freut, ja, sondern da ist es jemand wie hier die Jungs am Telefon. Echt? Und lautes Freude losbrüllen. Es ist ein solch, man weiß, was das für ein Gefühl ist und deswegen ist es so schön, die anzurufen. Ja, es war schon besonders, dass die Bauherrschaft, also die Stiftung selber entschieden hat, erstens, dass sie einen Wettbewerb machen wollen und zweitens, dass sie sogar einen offenen Wettbewerb machen. Wir waren sehr froh, dass die Stiftung sich dazu entschlossen hat, diesen offenen Wettbewerb zu machen und wir hoffen natürlich, dass die Stiftung damit auch ein bisschen so einen Damm gebrochen hat, dass man sich das jetzt vielleicht auch mal getraut, sowas zu machen. Die meisten haben ja Angst. Und ich glaube, dass diese Angst auch unbegründet ist. So ein bisschen so diese Freude, dass jetzt der Auftrag erteilt ist, wir zusammengekommen sind vertraglich. Und jetzt kann es losgehen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind.